Wenn die da liegt und ich Zeit habe, gucke ich mir das durch. Und ich bin kein Fachmann, was diese ganzen Magazine angeht, aber GQ gehört tatsächlich, sage ich jetzt nicht, weil ihr Geburtstag habt, tatsächlich zu denen, die ich lieber durchblättere als andere. Ziehen jetzt nicht jeden Tag um die Häuser und müssen vor Aber allem jeden Morgen früh wir haben aufstehen. gerade zu Silvester, haben wir unsere Kinder mal eine Kinderparty ohne Eltern gegönnt und uns eine tolle Party mit Freunden ohne Kinder. Und das war nach vielen Jahren mit Silvester mit Kinderfeiern auch mal wieder richtig cool. Muss eine gute Mischung sein aus allem. Es müssen gute Gespräche möglich sein. Es müssen interessante Begegnungen drin sein. Man muss es aber auch dann mal lassen können und tanzen zum Gute Beispiel. Man braucht Musik. gute Musik. Ohne gute Musik gibt es Gut, niemals eine gute DJ. Party. Also dann lieber keine Musik und lieber nur was essen. Aber so Party mit Scheißmucke ist ganz schlecht. Tödlich. In Kreuzberg? War das dein Die war 40. legendär. Geburtstag? Ja, das war der Das war mein 40. 40. Geburtstag. Das soll ich Und erzählen. das war 2004. Nein, ich werde keine Details erzählen. Und unsere Hochzeit war schön. Oh, das war eigentlich die schönste Party. Die war Okay. eigentlich geil. Ja, Nein, aber stimmt, doch, deine die war auch 40 gut. war auch gut. Ey, unsere Gartenparty war auch cool, weißt du noch? Gartenparty war auch gut. Wir gehen nicht viel zu Partys. Wenn Modemesse ist, dann gucke ich mir eine Schau an, die mich interessiert oder wo mich der Designer als Mensch interessiert und ich finde, dass der gute Mode macht eben. Aber ich gehe nicht auf die Partys, weil das ist ein bisschen langweilig, finde ich. Und wenn wir auf eine Party gehen, dann sind es halt auch meistens coole Partys und dann macht es auch so einen Spaß, dass man die Lust daran nicht verliert irgendwie. Ganz ehrlich, bei mir ist das immer so, dass wenn ich es gut finde, dann geht es mir am nächsten Tag auch gut. Ich habe mal eine Geburtstagsparty gefeiert, da habe ich, glaube ich, die ganze Nacht durchgetanzt. Ich habe überhaupt nicht aufgehört zu tanzen und ich habe immer abwechselnd getrunken, ein großes Glas Wasser und Wodka-Apfelsaft. Immer abwechselnd. Da habe ich einfach nur drauf geachtet und habe, glaube ich, 8 Stunden getanzt und am nächsten Tag ging es mir Bombe. 2014 ist für uns legendär. Da hat nämlich Jan-Josef wieder einen runden Geburtstag und wir haben tatsächlich geheiratet. Eigentlich wollten wir an Jetzt seinem Geburtstag tatsächlich heiraten. 30 jetzt. Eigentlich wollten wir an seinem Geburtstag heiraten, damit er unseren Hochzeitstag nie vergessen kann. Das war damals aber ein Sonntag und dann mussten wir den Tag davor nehmen. Dachte ich ja, ist eigentlich auch geil. Dann spätestens einen Tag danach dämmert es ihm dann und er sagt, oh, gestern hatten wir Hochzeitstag. Also haben wir einen Tag davor geheiratet und dieses Jahr ist es sozusagen sein runder Geburtstag und unser runder Hochzeitstag. Und da wird es auf jeden Fall eine Riesenparty geben. Ja, wir wissen aber noch nicht, welche Stadt wir in Schutt und Asche legen werden. Stimmt.